Herzlich willkommen zur ersten Arduino-Programmierfolge. Wir starten mit einem ganz einfachen Programm. Das einfachste Programm, was ein Programmierer kennt, das ist das Hello World-Programm. Und ein Programmierer schreibt eigentlich in jeder neuen Programmiersprache, die er lernt, einmal das Hello World-Programm. Und genau das werden wir heute tun. Wenn wir hier ein neues Programm starten und hier noch nie was geschrieben haben, dann sieht es folgendermaßen aus. Wir haben hier 10 Zeilen. Da sind zwei Funktionen drin. Einmal die Funktion Setup. Müssen wir jetzt im Moment noch nicht genau verstehen, was das alles bedeutet. Auf jeden Fall, die läuft einmal, wenn der Arduino eingeschaltet oder resettet wird. Und wenn das Setup dann fertig ist, danach wird die Funktion Loop ausgeführt und wie der Name schon sagt, die läuft quasi immer im Kreis wie so ein Looping, ja, die wird immer wieder wiederholt. Um jetzt so ein Hello World hinzubekommen mit dem Arduino, schreiben wir einmal serial.begin und dann in Klammern 9600 und einen Strichpunkt. So, was bedeutet das? Der Arduino hat eine serielle Schnittstelle, also eine Schnittstelle, wo Daten nacheinander übertragen werden. Das Gegenteil wäre eine parallele Schnittstelle, wo Daten gleichzeitig übertragen werden müssen. Also hier eine Schnittstelle, wo Daten nacheinander übertragen werden. Und das passt ja zu USB. Wir haben USB heißt ja Universal Serial Bus. Und da steckt auch das Wort Serial drin. So, der Punkt sagt, dass wir mit diesem seriellen Anschluss etwas tun wollen. Und was wir tun wollen, welcher Befehl ausgeführt werden soll, das steht hinter dem Punkt und der Befehl heißt Begin. Damit Begin arbeiten kann, braucht es ein paar Informationen und diese Informationen für einen Befehl, die werden immer in runden Klammern mitgegeben und in dem Fall braucht er die Angabe über die Geschwindigkeit, mit welcher Geschwindigkeit der Arduino die Daten irgendwo hin schicken soll. Und wenn der Befehl dann fertig ist, dann schreiben wir einen Strichpunkt. Dann geht es weiter, die zweite Zeile und letzte Zeile, die wir brauchen, die heißt dann serial.println oder println. Funktioniert ähnlich. Wir haben wieder diesen Serial-Anschluss. Der Punkt sagt, mit diesem Anschluss wollen wir was tun. Was wollen wir damit tun? Wir wollen etwas printen, also drucken. Und ln heißt, dass am Ende des Textes eine neue Zeile gedruckt werden soll, noch zusätzlich. Und was gedruckt werden soll, das kommt dann hier eben in die Klammern und da das ein Text ist, kommt der Text in Anführungszeichen und dann schreibt man eben Hello World und wieder am Ende einen Strichpunkt, damit der Befehl abgeschlossen ist. Das ist schon alles für ein Hello World Programm. Jetzt muss dieses Hello World Programm noch zum Arduino kommen. Dazu können wir den Arduino hier aus dieser Liste auswählen. Und dann einmal diesen Pfeil zum Uploaden klicken. Dann passieren jetzt zwei Dinge. Zum einen wird unser Programm in Befehle übersetzt, die der Arduino tatsächlich verstehen kann. Das war der Teil, der sich Kompilieren nennt. Und danach wird das Programm, das für den Arduino vorbereitet wurde, tatsächlich auf den Arduino übertragen. Und jetzt ist es schon dort. Es wird jetzt schon ausgeführt. Wir sehen davon allerdings noch nichts. Und damit wir was sehen, brauchen wir jetzt auf der Computerseite noch ein Programm, was die ganzen Sachen anzeigen kann, die der Arduino uns schickt. Und da haben wir hier oben rechts in der Ecke den sogenannten Serial Monitor. Das ist dieses Symbol mit der Lupe und diesen einzelnen Bits, diese Punkte, die das da anzeigt. Da können wir mal draufklicken. Und dann sehen wir jetzt, dass hier der Text Hello World tatsächlich vom Arduino ankam. Und das hat nur funktioniert, weil hier die Geschwindigkeit 9600 vom Arduino mit der Geschwindigkeit 9600 von unserem PC oder von dem Arduino-Programm hier auf dem Computer, dass die übereinstimmt.
Wenn wir jetzt hier was anderes auswählen, zum Beispiel 19.200 und nochmal die Reset-Taste drücken auf dem Arduino, dass der nochmal neu anfängt, hier das Setup durchzuführen. Also drücke ich mal Reset. Dann werden wir sehen, dass hier nur noch Kauderwelsch rauskommt. Also der Arduino, der sie jetzt mit 9600 sendet, der versteht sich jetzt nicht mehr mit dem PC, der mit 9200 empfängt. Und sobald ich das wieder zurückstelle auf 9600, wieder einmal Reset drücke, damit er das nochmal ausführt, dann kommt der Text Hello World hier wieder an. Jetzt verstehen die beiden sich wieder. Ja, soweit so gut. Wenn ich diesen Text mal wieder loswerden möchte, dann kann ich hier den Button Clear Output drücken. Dann ist der Text auch wieder weg. Eine Sache möchte ich noch ausprobieren, und zwar möchte ich diese Zeile mal hier von Setup ausschneiden und hier unten einfügen in Loop. Also ich habe es jetzt rausgenommen aus Setup und in Loop eingefügt. Und was jetzt passieren sollte, ist, er macht einmal den oberen Teil hier. Das bedeutet, der Arduino merkt sich die Geschwindigkeit, mit der er Daten austauschen soll. Und dann immer wieder wird Hello World geschrieben. Und damit der Arduino dieses Programm jetzt auch ausführen kann, muss ich wieder einmal den Upload-Button drücken. Dann wird es kompiliert, für den Arduino übersetzt sozusagen und hochgeladen. Und sobald es hochgeladen ist, können wir in den Serial Monitor reinschauen. Und da stehen jetzt schon ganz viele Hello World Texte. Und das ist genau der Unterschied zwischen Setup und Loop. Ja. Setup wird nur einmal beim Starten vom Arduino ausgeführt und Loop wird dann immer wieder ausgeführt. Damit kann man dann so Dinge machen, die regelmäßig blinken, die regelmäßig die Temperatur messen oder eben die regelmäßig Hello World an uns schreiben. Wenn wir später an diesem Programm weiterarbeiten möchten und das abspeichern möchten, dann können wir jetzt hier auswählen Save. Und wir werden gebeten, einen Speicherort anzugeben. Und standardmäßig wird es hier unter Dokumente Arduino. Und dann nennt man das natürlich typischerweise Hello World. Und dann können wir das unter dem Namen speichern. So, was hilft uns das? Das hilft uns, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir die Arduino IDE wieder starten, dass wir dann auf dieses Programm noch Zugriff haben. Also wird es zum einen standardmäßig öffnen und zum anderen hätten wir hier in dieser Liste von unseren zuletzt bearbeiteten Programmen, da wäre dann Hello World auch mit drin. Ja, wenn das bei euch genauso funktioniert hat und der Serial Monitor dann dieses Hello World angezeigt hat, dann könnt ihr auch ziemlich sicher sein, dass eure Verbindung und das Ganze mit dem Arduino richtig funktioniert und ihr habt euer erstes Arduino-Programm geschrieben. Dann freue ich mich schon aufs nächste Mal und auf unser nächstes Projekt und hoffe, dass dort auch alles genauso gut funktioniert. Vielen Dank, viel Spaß und ciao!